Arena Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Fellner Live. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, heute mit zwei ganz besonderen Gästen. Diese beiden Herren hier, die schauen so harmlos aus, haben es aber faustdick hinter den Ohren und vor allen Dingen der ORF, dem werden Sie ordentlich das Fürchten lernen. Glauben Sie nicht, wir werden es Ihnen gleich erklären, wann, wieso, warum, weshalb. Das alles kommt jetzt gleich, aber erst einmal darf ich vorstellen, Alexander Scher, guten Abend. Guten Abend. Und Florian Höllwart, guten Abend. Danke für die Einladung. Die beiden Herren lachen zwar, sind aber todernstzunehmende Anwälte, die wirklich ein Thema auf dem Herzen haben, das vielen Österreichern am Herzen liegt und vor allen Dingen am Geldbörserl brennt. Seit der Zwangsgebühr beim ORF gehen die Wogen hoch. Brauchen wir ein staatliches Fernsehen? Ist der ORF zu politisch? Sollen wir auch noch dafür zahlen? Alles Fragen, die nicht nur die beiden Herren hier im Studio beschäftigt, sondern viele von Ihnen auch zu Hause. Und da haben Sie jetzt die beiden gedacht, eigentlich sollten wir doch mal den Bürger zu Wort kommen lassen. Herr Scher, was ist Ihr großes Ziel? Sie haben jetzt ein Volksbegehren gestartet. Ja. Zu genau dem Thema. Ja, genau zu diesem Thema. Wir wollen wirklich, dass die Österreicher die Möglichkeit bekommen, einmal die Urabstimmung zu bekommen, ob sie den ORF überhaupt noch haben wollen und wenn sie ihn haben wollen, wie er finanziert werden soll. Das ist ja in einer Demokratie überhaupt nichts Außergewöhnliches. Ich habe schon mal gesagt, in der Schweiz wird über jeden Gartenzaun abgestimmt. Warum können wir in Österreich nicht darüber abstimmen, ob wir den ORF in dieser Form haben wollen? Und ich meine, dass der ORF ein Problem hat, das sehen wir ja auch in den letzten Wochen generell und auch jetzt sogar der ÖVP-General meint, man sollte über den öffentlichen rechtlichen Auftrag nachdiskutieren. Also er ist in aller Munde. Also fragen wir doch mal alle und sagen, liebe Leute, wollt ihr diesen ORF in dieser Form haben? Was war jetzt die zündende Idee für dieses Volksbegehren? Seid ihr da zusammengesessen und habt euch über den ORF geärgert oder gab es da irgend so ein auslösendes Moment, wo Sie gesagt haben, okay, und jetzt gehen wir als Bürger, nicht als Anwälte, sondern wirklich als Bürger, mal einfach los und schauen, wie wir da wirklich für mehr Ordnung sorgen können, für mehr Gerechtigkeit auch sorgen können? Ja, in der Tat, es war so, dass es eigentlich schon letzten Herbst damit begonnen hat, dass unsere Kanzleien verhältnismäßig viele Anfragen und E-Mails bekommen hat zum Thema ORFF und Haushaltsabgabe. Das ist immer mehr geworden und im Frühjahr haben wir uns tatsächlich zusammengesetzt und überlegt, nachdem es ja schon wirklich viele Menschen waren, die sich offensichtlich davon betroffen fühlen, ob man nicht auch wieder anschließend an das Impfpflichtvolksbegehren eigentlich etwas konstruieren, was niemanden kostet und wo jeder letztendlich eigenständig dafür verantwortlich ist, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Und wir durch unsere Möglichkeiten haben uns einfach gedacht, dass wir ein Volksbegehren starten, das auch inhaltlich sinnvoll ist. Weil auf Volksbegehren kann man grundsätzlich viele machen. Aber es muss ja eines sein, wo auch das Output am Ende des Tages, wenn es viele Menschen unterstützen, einen Sinn macht. Und da ist uns die Idee gekommen, dass wir ein Volksbegehren dazu initiieren, dass der Nationalrat diese Grundsatzfrage, wie der Kollege schon erwähnt hat, die Bevölkerung befragen soll, nämlich über eine Volksbefragung, ob der ORF in seiner derzeitigen Form, in seiner Finanzierung, wie sie angedacht ist, überhaupt gewünscht ist. Und wenn da eine Mehrheit für Ja oder eine Mehrheit für Nein herauskommt, dann ist dieser Wählerwille letztendlich zu akzeptieren. Und die Parteien kreiden sich ja immer an, dass das Volk der Souverän ist. Und jetzt hat hier der Nationalrat die Chance, sein Versprechen, dass sie immer vor einer Wahl, und wir haben ja nächstes Jahr 2024 Nationalratswahl, dieses Versprechen auch einlösen kann. Jetzt machen Sie das natürlich aber auch aus subjektivem Empfinden heraus. Was stört Sie denn ganz besonders am ORF? Wo geht Ihnen denn, wie man so schön in Wien sagt, das Gimpfte auf? Naja gut, ich habe ein bisschen Insider-Information. Ich war eine Zeit lang Publikumsrat im ORF, ich war eine Zeit lang Stiftungsrat im ORF. In der Zeit ist es heftig rund gegangen, weil eben der Neubau des ORF da gestanden ist. Und da habe ich mitbekommen, wie politisch involviert dieser ORF ist. Ich gebe zu, ich war ja selber auf einem politischen Mandat dort, einem Mandat einer Partei des Nationalrates, dem BZÖ damals. Das ist natürlich etwas Politisches. Aber wenn dann die Frage, wo gebaut wird, davon abhängt, ob der Bürgermeister zufrieden ist oder ob man ihn zufriedenstellen muss, ob in St. Marx gebaut wird etc., das ist dann schon sehr extrem. Programmtechnisch ist beim ORF vieles im Argen. Wenn man sich überlegt, wir hatten ursprünglich diese zwei Kernsender,
wenn Sie diese zwei ORF1 und ORF2 ansehen, in Wahrheit vom klassischen Bildungsauftrag, und der Bildungsauftrag ist quasi ein Teil des der Kernaufgabe des ORFs, ist nichts mehr vorhanden. Also ich zitiere immer Dancing Stars und andere komischen Shows, die kann jeder machen. Dazu brauche ich nicht 1 Milliarde Euro Budget. Und der ORF hat 1 Milliarde Euro Budget und 700 Millionen davon werden von den Österreichern bezahlt, also derzeit über die GIS. Und es wird genau das jetzt über die Haushaltsabgabe passieren, dass nämlich hier Leute plötzlich Programm zahlen, das sie nicht konsumieren wollen. Und das stört mich schon, also aus den Grundüberlegungen heraus. Ja. Es gibt genügend Überlegungen, wo man sagt, gut, es gibt viele Leute, die mit uns diskutieren, die der Meinung sind, naja, ganz soll man den ORF nicht abschaffen, weil er sollte sich reduzieren auf die Kernaufgabe. Die Kernaufgabe ist Aufklärung, gute, unabhängiger Journalismus, den es ja beim ORF zum Teil ja gar nicht mehr gegeben hat. In der Covid-Zeit haben wir gesehen, wie der Wissenschaftschef dann quasi alle Leute eliminiert hat, verbal, die nicht seiner Meinung waren. Es war überhaupt eine Doktrin da im ORF, die ganz extrem war. Man hat Diskussionssendungen über Covid, über die Maßnahmen geführt, ohne einen einzigen Menschen, der dagegen war, und hat das als öffentlich-rechtlichen Rundfunk verkauft. Und das sind natürlich Dinge, die sich jetzt weiter treiben, und wir werden sicherlich in keiner Weise vom ORF genannt werden. Da gibt es dann so Gruppierungen wie Nullpunkt, das ist auch so eine YouTube-Family, die hilft uns da in die Breite zu gehen, wie Ö24, weil wir ja in den öffentlichen Medien nicht vorkommen, die schweigen uns tot. Und ich bin überzeugt, wenn es dann irgendwann zur Eintragungswoche kommt, werden wir wahrscheinlich nicht mal erwähnt werden, dass es ein ORF-Volksbegehren gibt, bei dem es darum geht, um eine Urabstimmung zu ersuchen. Jetzt haben Sie gerade angefügt, 1 Milliarde Budget für Dancing Stars, das ist ja nicht 1 Milliarde für ORF. Für ORF hat 1 Milliarde Aber ORF. Es geht ja auch sehr viel in die Infoschiene. Wenn man sich jetzt die Quoten vom ORF anschaut, dann sind die stärksten Quoten immer doch bei der ZIP oder bei den Informationssendungen auf ORF 2. Wäre das für Sie nicht doch eine Rechtfertigung, dass Sie sagen, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der erfüllt hier schon sein öffentliches Interesse, indem er dieser politischen Berichterstattung, zumindest was das Inland betrifft, ausgezeichnet nachkommt? Also das ausgezeichnet bestreite ich. Das ausgezeichnet nachkommt bestreite ich, weil es keine Kultur des Diskurses gibt. Keine Widerrede gibt es nicht im ORF. Im ORF wird eine Meinung breitgetreten, die ist politisch gefärbt, die ist historisch gewachsen, auch bei den Redakteuren. Und das kriegt man nicht so schnell raus. Das heißt also, wir haben einen politisch gefärbten ORF auch in der Berichterstattung. Nahezu jede Berichterstattung ist in Wahrheit Kommentar. Und aus diesem Grund, ja, es mag schon sein, dass viele Leute sich das anschauen wollen. Ich habe auch selber in meinem Umfeld Leute, die sagen, na ja, aber was machen wir, wenn es den ORF nicht gibt? Da gibt es ja kein ZIP mehr. Das mag schon sein, aber man muss sich auch die Frage stellen, ist das so eine Tragödie? Man könnte ja theoretisch auch andere, es gibt ja wirklich ORF24, andere Privatsender, die haben auch Nachrichtensendungen, die wahrscheinlich, wenn man sie objektiv betrachtet, viel objektiver sind, weil sie eben diese Rede-Widerrede zulassen. Beim ORF gibt es eine Gleichschaltung. Wie ist denn jetzt eigentlich die Resonanz in der Bevölkerung auf diese Volksbefragung? Was haben Sie da für erste Rückmeldungen bekommen? Die Resonanz ist groß. Wir haben bereits, wie Sie wissen, man benötigt 8600 Unterschriften, um grundsätzlich das Volksbegehren einleiten zu können. Die haben wir bereits erreicht, nach knapp über 48 Stunden. Also die Bevölkerung ist betroffen davon. Allerdings ist so meine Wahrnehmung, dass die Menschen noch nicht ganz realisieren, was auf sie zukommt. Weil es ist jetzt noch nicht wirklich in Kraft, es ist noch kein Bescheid erlassen worden. Und die 180 Euro zuzüglich der Länderabgaben betrifft sie noch. Das ist noch sozusagen im Gedächtnis relativ weit weg. Spätestens 2024. Wenn dann die Bescheide ausgestellt werden über die Gebühr, die Abgabe, werden es die Menschen merken, weil dann kommen auch die Abgaben, die jährlichen für eine Versicherung, für die Betriebskosten. Und dann wird man wirklich merken, wie sehr belastend das für viele Haushalte ist. Apropos Haushalte, wir wissen ja gar nicht, was ein Haushalt ist, entsprechend dem ORF-Gesetz. Und da wird man dann schon sehen, wie sehr die Menschen darunter beeinträchtigt sind, weil viele Menschen verdienen einfach sehr wenig. Und insofern haben wir nur die Möglichkeiten, über Sie dankenswerterweise und über Social Media dieses Anliegen zu verbreiten und hoffen natürlich, dass hier
Zuspruch von der Bevölkerung kommt. Mhm. Was sind jetzt so ganz Ihre großen Ziele, wo Sie sagen, da muss der ORF auf neue Beine gestellt werden? Brauchen wir ein komplett neues ORF-Gesetz? Ja. Muss die Führung ausgetauscht werden? Brauchen wir 4 Direktoren? Brauchen wir nur einen im ORF? Ja? Also was wäre das, wo Sie sagen, wenn man das und das und das alles ändern würde, dann hätte der ORF wieder seine Berechtigung? In Ihren Augen gäbe es da etwas? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir haben. Es gibt viel zu ändern im ORF. Das ORF-Gesetz per se als Gerüst, das mag, das ist jetzt nicht so tragisch. Es ist ja eh jetzt vom Verfassungsgerichtshof gehoben worden, die Bestimmung, wonach die Mehrheit, die absolute Mehrheit im Stiftungsrat, der sehr wichtig ist, weil der quasi das Aufsichtsorgan und das Zielorgan des ORF ist, nicht mehr von der Regierung bestellt werden kann. Das heißt, spätestens im Jahr 2025 wird das nicht mehr existieren. Da gibt es viele Ideen, wie man das verbessern könnte. Aber beginnen wir bei der Finanzierung, die jetzt aktuell der Fall ist. Die Frage ist, wenn man einen ORF haben will, muss denn der so teuer sein? Muss das 1 Milliarde Euro kosten? Kann der nicht für 500 Millionen dasselbe machen? Muss der ORF werbefinanziert sein? Ja, weil die 300 Millionen Werbefinanzierung, die saugen ja das Werbebudget der Privaten ab. Hier gibt es ja auch vom FÖZ, also dem Verband der österreichischen Zeitungsverleger, gibt es ja auch schon aktive Schritte, die sagen, hier, sorry, das funktioniert nicht, Wettbewerbsverzerrung. Man muss sich überlegen, wir haben verschiedene Sender, wir haben ORF1, ORF2, wir haben ORF3, wir haben Sport Plus, dann gibt es natürlich eine große Streamingbreite. Brauche ich das alles? Und da muss ich sagen, welche Programme sind relevant? Und dann werde ich eher nicht bei ORF1 und ORF2 fündig, sondern eher bei ORF3 und bei Sport Plus. Wobei auch bei Sport Plus man darüber nachdenken muss, eigentlich für Randsportarten. Nur versuchen Sie mal in Österreich als Randsportart im Sport Plus vorzukommen. Das ist nicht ganz so einfach. Ja? Also hier gibt es viele Regelungsmomente, die man ändern kann. Und jetzt bei der Haushaltsabgabe, die jetzt gekommen ist, die ist ja deshalb so extrem unfair, weil sie in der gesamten Art, wie sie gemacht wird, arg ist, weil ich gezwungen werde, ohne je ORF geschaut zu haben. Und es gibt viele Leute, die den ORF total ablehnen. Es gibt Umfragen, die sagen, 30-40% der Bevölkerung schauen nie ORF, nützen das nie. Dass diese Leute dann gezwungen werden, nur weil sie in einem Haushalt leben, zu zahlen. Das ganz perfide, und das erinnert mich jetzt mittlerweile wirklich an die Covid-Zeit. Wir haben vor 2 Tagen zum ersten Mal so Briefe bekommen, die jetzt die GIS versendet, wo Menschen, die nicht GIS bezahlt haben, aufgefordert werden, sich jetzt einzumelden in das System, und wo dann dabei steht, dass sie gesetzlich dazu verpflichtet werden, jetzt sofort zu reagieren. Und das ist natürlich für Anwälte etwas, wo man sich anschaut, na wieso? Weil in Österreich ist immer die Tradition, wenn man will, dass jemand was macht, man sagt, du musst das gesetzlich tun. Die richtige Antwort auf sowas ist, wieso? Sagen wir die gesetzliche Bestimmung. Und die haben wir uns gesucht, und da gibt es tatsächlich die gesetzliche Bestimmung, die ist im September verabschiedet worden, die Rechtsvorschrift für das ORF-Beitragsgesetz, und da steht tatsächlich drinnen, dass Leute mit der Meldeadresse jetzt auch beim ORF, also bei der GIS, sich melden müssen. Punkt ist aber, das gilt erst ab Jänner, diese Meldeverpflichtung. Aber jetzt werden bereits diese Zettel verschickt. Und da geraten Leute in Panik, weil da steht drinnen, dass sie, wenn sie es nicht machen, über 2000 Euro Strafe zahlen müssen. Und das ist eine Methodik, die dermaßen indoktrinierend ist, dermaßen extrem ist, dass das eigentlich ein Wahnsinn ist. Ein weiterer Punkt. Die Meldeadressen werden jetzt vom Bundesministerium für Inneres an die GIS weitergeleitet. Ja, das wird passieren. Gegen Geld, was auch sehr lustig ist. Das heißt, die GIS bezahlt dem Staat ein Geld, damit der die Meldeadressen weitergibt. Das heißt, ein Teil dieser Haushaltsabgabe kriegt der Staat gleich direkt über diese Meldeabfragen, was natürlich der Datenschutzgrundverordnung wahrscheinlich widerspricht, in der Form, wie es gemacht worden ist. Und jeder hat das Recht, wenn er so einen Brief kriegt, dorthin zu schreiben und sagen, wieso habt ihr meine Daten? Ja? Also die gesamte Umsetzung ist des ganzen ORF-Gesetzes, der gesamten Situation, ist so katastrophal falsch und logistisch eine Katastrophe, typisch für Österreich. Aber da muss man mal sagen, Stopptaste, und jetzt reden wir mal drüber. Ja? Also es gibt so viele Sachen beim ORF, die man wirklich kritisieren kann, das könnte Stunden füllen. Ja. Am Ende des Tages seid ihr aber nicht für eine Abschaffung des ORFs, sondern für eine Änderung des ORFs. Und in puncto Haushaltsabgabe wäre es da eine Option, dass die Haushaltsabgabe, die von jedem Österreicher eingezahlt werden muss, zukünftig auf alle Medienunternehmen in dieser Sparte nach zum Beispiel Quoten verteilt wird, nach Reichweiten verteilt wird, wäre das eine Option? Naja, zum einen, ja, ich sehe da, das ist natürlich eine totale Monopolisierung des ORF, wenn der den Anspruch hat, dass jeder Haushalt ihm eine Haushaltsabgabe zahlt. Die Frage ist, die sich mit unserem Volksbegehren natürlich auch stellt, hinsichtlich der Finanzierung ist es notwendig, dass
die Haushalte jährlich eine Abgabe zahlen? Oder kann das nicht über den Bund, nämlich über das Budget erfolgen? So kommt es eigentlich zu einer sozialen Gleichverteilung, weil der Beitrag wird dann über die Umsatzsteuer oder Einkommensteuer verteilt, wenn sich der Staat einen staatlichen Rundfunk leisten möchte. Und das Dritte, was auch interessant ist, da hat mich der Kollege drauf gebracht, dass der Klimabonus, diese 150 Euro, das ist ja wirklich eigentlich grotesk. Da hat jeder einen Klimabonus bekommen von 150 Euro, der von einer Werbefirma in Form eines Schecks, da ist diese Werbefirma hoch bezahlt worden, dass sie Schecks produzieren kann, hat jeder Österreicher 150 Euro Klimabonus bekommen. Das hat sich der Staat leisten können. Warum kann sich der Staat dann nicht auch 180 Euro Haushaltsabgabe für jeden Bürger leisten? Können tut das, das ist wohl außer Streit. Aber man sieht, dass hier offensichtlich eine massive politische Tendenz dazu geht, die Macht im ORF ausüben zu können und dem ORF eine gewisse Monopolstellung auch in der Berichterstattung und damit eigentlich der Verhinderung eines öffentlichen Auftrags zur objektiven Berichterstattung und eines objektiven Senders zu ermöglichen. Und wie der Kollege schon gesagt hat, die Vergangenheit hat ganz eindeutig gezeigt, dass der ORF in seiner Berichterstattung, in seiner Einladung der Personen, was auch nach wie vor immer die gleichen und immer die gleichen Meinungen vertritt, eigentlich für die Bevölkerung sinnlos ist, wenn man es kritisch hinterfragt. Und aus diesem Grund ist natürlich das Volksbegehren zu Ihrer Frage schon auch dahin gestellt, ob der Österreicher den ORF in seiner Finanzierung so haben möchte oder nicht. Und damit geht natürlich einher, dass private Sender genauso die Möglichkeit haben müssen, finanziert zu werden, wenn es ein großer öffentlich-rechtlicher Sender hat. Sie haben es gerade schon ein bisschen gestreift, und zwar die politische Seite von dem Ganzen. An der Politik ist es ja nicht vorbeigegangen, diese Volksbefragung, dieses Volksbegehren, was Sie machen mit Ziel auf die Volksbefragung. Wie hat denn die Politik reagiert, allen voran die ÖVP, von der kommt ja die Haushaltsabgabe von der Ministerin Raab. Gab es da irgendeine Form von Reaktion von der Ministerin? Also zunächst einmal die Haushaltsabgabe, auch wenn die ÖVP viele Grauslichkeiten erfunden hat in den letzten Jahren. Die Haushaltsabgabe ist keine Erfindung der ÖVP, die gab es vor 15 Jahren, war die schon diskutiert, weil es für den ORF eine sehr einfache Methode ist, Geld zu bekommen. Das heißt, das ist schon ein bisschen vom ORF. Und der Umstand, dass der ORF selbst dafür verantwortlich ist, weil er eine Beschwerde eingebracht hat, über die Frage, ob es denn verfassungskonform ist, dass Streaming gratis ist oder eben die Leute, also dass der Stream nichts kostet, kommt ja vom ORF. Das hat ja natürlich immer den Blickwinkel gehabt, dadurch kriegen wir die Haushaltsabgabe. Also das ist ja ein abgekartetes Spiel gewesen in Wahrheit. Die Politik hat nicht reagiert. Das Einzige, ich meine, ich schreibe das nicht auf meine Fahnen, aber die ÖVP diskutiert ja jetzt, ja, wir müssen über den Bildungsauftrag diskutieren. Nur wenn die ÖVP über den Bildungsauftrag diskutiert, dann wird mir Angst und Bang. Ja? Das ist einfach wirklich eine Katastrophe, genauso wie ich mich fürchte vor der Reparatur der Entsendung des Stiftungsrats. Weil wenn die ÖVP nach wie vor in der Regierung die Mehrheit hat, dann werden die das sagen, na gut, dann schickt man nicht nur von der Regierung, sondern dann schickt man einen WKO-Vertreter und dann schickt man industriellen Vertreter hin. Ja, und einer von der Arbeiterkammer muss schon rein. Und was da der ÖMTC gehört natürlich auch hinein. Also die ÖVP ist nicht unbedingt diese Partei, der ich zutraue, in irgendeiner Weise sehr breit demokratische Entscheidungen herbeiführen zu können. Die machen das, weil sie die Mehrheit haben, aktuell noch. Aber, und ich glaube nicht, dass sie auf uns reagieren, das muss ich dazu sagen. Es war auch damals beim Impfpflicht Volksbegehren, da waren wir im Nationalrat in einem Ausschuss. Und die Uninteressiertesten, die mit den Unqualifiziertesten zwischenrufen, was sehr ungewöhnlich ist, wenn quasi Betreiber eines Volksbegehren kommen, macht man keine Zwischenrufe als Abgeordnete. Die ÖVP-Abgeordneten haben das gemacht, die waren sehr unqualifiziert. Also ich halte derzeit nicht von der aktuellen Besetzung des ÖVP-Clubs. Die werden da jetzt nicht breit, gescheit was lösen können. Das wird schon wohl wahrscheinlich wirklich die nächste Regierung machen müssen oder reparieren müssen, weil auch hieß es, das neue Gesetz, das ORF-Beitragsgesetz, hat wahnsinnige Fehler, weil die GIS ist in dem Gesetz noch nicht einmal ermächtigt, irgendwelche Schritte zu setzen, aber das fällt ihnen alles nicht auf. Also die Politik wird nicht reagieren, außer eben die Bevölkerung unterschreibt das Volksbegehren
Volksbegehren und wir haben 400.000-500.000 Leute, die am Ende des Tages das unterstützen, weil dann werden alle politischen Parteien sich damit beschäftigen müssen. Und dann wird es wahrscheinlich zum Wahlkampfthema werden, wie stehe ich zum ORF? Die Gretchenfrage des Österreichers, wie stehe ich zum ORF? Und da gibt es natürlich die Einschlägigen, die ÖVP, die FPÖ sagt natürlich, ja, das gehört alles geändert. Bei den NEOS weiß man nie ganz genau, was sie heute sagen, ob das morgen noch gilt. Die Grünen bin ich relativ enttäuscht, weil die Eva Blimlinger, die Mediensprecher des ORF, die mit mir auch im Publikumsrat gesessen ist, die schätze ich sehr. Und man sieht, wie einfach die politische Tagespolitik einen Menschen verbiegen können, weil die hat tatsächlich auch beim ORF-Gesetz, das geschaffen worden ist, viel geändert in ihrer Ansicht, was mich leider ein bisschen erschüttert. Ja, und bei der SPÖ ist es so, die SPÖ, Doskozil, hat ja natürlich jetzt hier diese Verfassungsgerichtshofbeschwerde eingebracht gegen den Stiftungsrat, aber das hat die SPÖ erst gestört, nachdem sie nicht mehr beteiligt war am Kuchen. Also die Politik in Österreich ist nicht wirklich das optimal bestellteste Organ, das wir derzeit haben. Deshalb brauchen wir das Volk, das einfach aufsteht und sagt, liebe Leute, wir machen da einfach nicht mehr mit. Wenn das Volk jetzt zu Hause sitzt und das gehört hat und sagt, ja, ist genau auch meine Meinung, bis wann und wie schaut der Fristenlauf von der Volksbefragung, von dem Volksbegehren jetzt? Es gibt keinen Fristenlauf, also das steht in unserem Belieben. Wir haben grundsätzlich die 8600 Stimmen, um es einzuleiten, aber wir lassen das jetzt offen und sammeln sozusagen bis Anfang nächsten Jahres die Unterstützungserklärungen. Und dann wird die Nationalratswahl sein und da werden wir dann den Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens stellen und da wird dann das Volksbegehren ausgeschrieben sozusagen und da kann dann noch einmal jeder, der noch nicht schon seine Unterstützungserklärung abgegeben hat, noch einmal innerhalb einer Woche das Volksbegehren unterstützen. Also Frist hat keiner. Wichtig ist nur, dass man aufs Gemeindeamt geht und dort die Unterstützung abgibt. Die müssen auffliegen, das Volksbegehren muss auffliegen. Auch da bekommen wir relativ viel Rückmeldung, gerade jetzt aus Innsbruck, dass die Mitteilung gemacht wird von den Beamten, dass das Volksbegehren nicht aufliegend ist, was falsch ist. Also da muss man stur bleiben und schlimmstenfalls bis zum Bürgermeister gehen und sich dort aufregen. Und wer nicht zum Gemeindeamt gehen will, der kann die Handysignatur benutzen, um die Unterstützung abzugeben. Da ist vielleicht auch noch kurz zu beachten, dass ab Dezember die Handysignatur durch die IT Austria abgelöst wird. Das ist ein bisschen ein formaler Vorgang, sollte aber auch kein Problem sein. Also im Grunde kann jeder, der etwas an der derzeitigen Situation ändern will, jederzeit und noch lange das unterstützen und seine Erklärung abgeben. Darf ich dazu noch was sagen? Wenn man nicht ganz genau weiß, wie man so eine elektronische Unterstützung macht, wir haben eine Homepage, die heißt www.orf-volksbefragung.jetzt, also der Titel des Volksbegehrens. Da gibt es auf der ersten Seite gleich eine Videoanleitung, wie man das Volksbegehren unterstützen kann. Also es gibt keine Ausrede, nicht hinzugehen. Und ich würde ersuchen, wirklich, dass jeder das unterstützt, weil es eine demokratische Frage ist. Also Sie haben wirklich nichts ausgelassen, nein, um den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, ihre Meinung hier kundzutun. Trotzdem großes Ziel von Ihnen, wie viele Stimmen hätten Sie gerne, wie viele Unterschriften hätten Sie gerne? Gut, es gibt eine Traumgrenze. Die Traumgrenze ist die, als 1964 der Hugo Portisch sein Befreien wir doch den ORF von der Politisierung Volksbegehren, also das Rundfunkvolksbegehren gestartet hat, also nächstes Jahr vor 60 Jahren, hatte der über 800.000 Unterschriften. Ja. Natürlich wäre es angemessen, weil es nach wie vor um dasselbe Problem geht, so viele Unterschriften zu bekommen, zumal es im Gegensatz zu damals ja viel einfacher ist, zu unterstützen. Das Problem ist, der hatte damals halt die großen Zeitungen hinter sich, die halt ständig darüber berichtet haben, wochenlang. Und bei uns ist das halt derzeit nicht ganz so der Fall. Also wir werden von Ö24 im Fernsehen definitiv stark unterstützt und es gibt auch einen Bericht über uns in der Zeitung. Aber sonst ist das derzeit unter ferner Liefen. Also haben wir Social Media, Ö24, Nullpunkt, die Jungs von Jung, Nullpunkt, die uns da helfen. Aber Servus TV ist auch dabei gewesen. Aber es muss breit bekannt werden. Ja. Und wenn es breit bekannt wird, glaube ich, dass jeden Österreicher das angeht, weil man diese Frage beantworten muss. Und wenn das über 100.000 hat, damit rechne ich definitiv, weil ich glaube schon, dass wir warten werden bis 100.000, bevor wir es überhaupt einreichen werden. Aber da brauchen wir jetzt die Unterschriften. Ich kann es nicht sagen, bei 400.000 ist man im guten Mittelfeld. Aber ich möchte eigentlich ein weiteres ORF-Rundfunk-Volksbegehren erreichen. Ja, ja, großartig wäre es natürlich. Ich will da gar nicht jetzt eine Zahl nennen. Ich hätte gerne, dass
die Bevölkerung den Nationalrat derart unter Druck setzt, in Ansehnung der Nationalratswahl 2024, dass die nicht anders können, als die Bevölkerung über die Mutter der Fragen unseres Volksbegehrens zu befragen. Ja? Und wenn daher der Nationalrat eine Volksbefragung initiiert und die Voraussetzungen dafür schafft, würde ich meinen, ist das Volksbegehren vollstens erfüllt. Und ob das mit 300.000 Stimmen oder 400.000 oder 800.000 ist mir dann relativ egal. Aber ehrlicherweise, wir haben das bei vorangegangenen Volksbegehren eben gesehen, bei 100.000 Stimmen oder 150.000, 200.000 wären diese Volksbegehren eigentlich abgeschasselt vom Nationalrat. Und das wäre natürlich schon ein Ziel zu verhindern. Florian Hölbert, Alexander Scher, zwei Anwälte aus Wien, die sich auf die Fahne geschrieben haben, dem ORF auf den Zahn zu fühlen und das in Form von einem Volksbegehren. Sie haben, wenn Sie gut zugehört haben, gehört, wo und wie und was auch Sie unterschreiben können. Wenn Ihnen der ORF sauer aufstößt, dann nützen Sie diese Möglichkeit und tun auch Sie Ihre Meinung kund. Machen Sie mit bei diesem Volksbegehren und schauen Sie weiterhin OE24TV, denn so wie die beiden gesagt haben, bei uns kommt wirklich jeder zu Wort, der etwas zu sagen hat. In dem Sinne geben wir kurz ab in die Werbung.